Hallo, mein Name ist Dieter Breitecker. Ich bin Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung. Arbeitsprozesse werden heute immer flexibler und mobiler. Dementsprechend brauchen wir auch Arbeitsplatzverhältnisse, die diesem Anspruch gerecht werden. Und Ziel ist es immer im Zuge der Mobilität und der Flexibilität auch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Mensch regelmäßige Haltungswechsel und Bewegung entfalten muss. In diesem Kontext möchte ich Ihnen dieses Stehpult vorstellen, das auch zu einem Sitzpult verändert werden kann, aber eigentlich die Empfehlung ist, als Stehpult zu benutzen. Es hat auch eine spezielle Formgebung, ganz bewusst, dass es durch jede Tür passt, durch jeden Türrahmen passt und dadurch auch flexibel in den Räumen eingesetzt werden kann, je nach dem Nutzen. Ich kann beispielsweise es alleine nutzen, wenn ich bestimmte Tätigkeiten im Stehen praktizieren will, aber ich kann es auch im Zuge seiner Formgebung als Stehpult für Teambesprechungen nutzen. Besprechungen nutzen im Kleingruppenformat. Wichtig, immer wieder zu betonen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse uns auch sehr viel darüber verraten, warum das im Stehen zu praktizieren hat. Es gibt hier auch diesen Fachbegriff Stand-up-Meetings, Besprechungen, soziale Austausche möglichst im Stehen zu praktizieren, denn die Ergebnisse sind ergiebiger und die Zeit wird kürzer. Natürlich ist nicht jeder Mensch dazu prädestiniert, über einen, nehmen wir es einfach mal, überschaubaren Rahmen auch längere Zeit zu stehen. Einige haben vielleicht irgendwelche Handicaps. Da sind diese Counterstühle oder auch Hochstühle zu empfehlen. Sie ermöglichen, dass der Teilnehmende der Gruppe jetzt temporär sitzen kann. Die Fußringe ermöglichen ihm auch, dass er jetzt die Füße sicher abstellen kann und auf Augenhöhe mit den anderen diskutieren kann. Intuitiv wird auch die Person, die diesen Hochstuhl jetzt nutzt, immer wieder auch dann jede Möglichkeit nutzen, aufzustehen und vielleicht auch mal den Fußring als Fußstütze zu benutzen, aber auch um sich mal vielleicht hier anlehnen zu können oder auch umgedreht drauf zu sitzen. All das ist ganz bewusst intendiert im Zuge der Gestaltung solcher Arbeitsplatzverhältnisse. Denn das Ziel ist ja immer wieder, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und da ist die nächste Körperhaltung immer die beste Körperhaltung. In diesem Kontext kann ich auch empfehlen, solche Stehhilfen. Sie erfüllen den gleichen Zweck, was ich eben an diesem Hochstuhl erklärt habe. Auch hier ist die Möglichkeit der individuellen Einstellung gegeben. Und auch hier kann ich in einer sogenannten Steh-Sitz-Position den Gesprächen folgen, mich einbringen. Aber solche Stehhilfen machen auch ihren Sinn außerhalb des Büros, im produzierenden Gewerbe. Dort, wo vielleicht auch eine Friseurin nach einer gewissen Zeit eine gewisse Ermüdung spürt, weil sie den ganzen Tag halt im Stehen arbeiten muss. Und hier ist halt auch entsprechend dieser Möglichkeit hier der individuellen Einstellbarkeit, mich in unterschiedliche Arbeitshöhen zu bringen und letztendlich meine müden Beine zu entlasten und trotzdem durch die Funktion solcher Stehhilfen, dass ich den Tätigkeiten nachgehen kann und der Stuhl begleitet mich doch in einem begrenzten Rahmen in jede Position, die mich der Arbeitsablauf bringt. Also es gibt heute sehr intelligente Lösungen,
wie mein Arbeitsprozess, der sehr unterschiedlich ist, so angenehm gestaltet werden kann, dass Belastungen reduziert werden, gesundes Verhalten dadurch unterstützt wird. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist verschieden im auch Dialog mit seinem Körper, aber jeder Mensch hat die Möglichkeit, hier im Zuge der optionalen Angebote die beste Lösung für sich als Individuum zu finden, für die gesunde Gestaltung eines Arbeitsplatzes.